Hallo, hier seid ihr bei Simone Stempelt und heute ist meine Vorbestellung bekommen mit unseren neuen Herbst-Winter-Produkten. Kann sein, dass das eine oder andere noch so dazwischen ist. Genau, hier ist die ganze Liste und da haben wir gleich ein paar Bänder oben. Ich nehme euch da auch ein bisschen auseinander. Jetzt gucken wir mal eben. Das ist ein Wendeband, 1,6 cm breit, 9,1 cm lang. Gucken wir uns gleich mal an, wie es denn ausschaut auf beiden Seiten. Es glitzert auf jeden Fall ein bisschen. Ja, genau. Es ist ein Rotton und das ist so ein bisschen mit Goldglitzer drin. Also, da wird auf jeden Fall wieder vieles glitzern in unserer Weihnachtszeit. Dann gucken, was da noch draufsteht. Ah ja, genau, das ist Merlot-Rot und Kupfer. Na, ja, von wegen Gold. Schon drauf reingefallen. Merlot-Rot und Kupfer. Dann habe ich hier ein Band Blutorange mit weißen Bordüre seitlich. Ja. Haben wir ja auch schon in anderen Farben. Dann habe ich hier ein Teil. Geflochtenes Leinenband haben wir hier. Aha, mal gucken. Viele Bänder kann man mit Sicherheit auch da wieder, soll ich sagen, auseinandernehmen, so ein bisschen zum Pflanzen bringen lassen. Das hier. Na. Irgendwo muss es doch noch geklebt sein. Da, ah, da ist, ist eingeschoben, genau. Ah, da. Ja, halt einfach ein Leinband, genau. Das sieht gewebt aus, sind mehrere Fäden. Ja, genau, da kann man, das kann man sehen. Ups, gewebt. Hier haben wir noch ein Samtband. Diesmal in der Farbe Meergrün. Ach, aber gar nicht auseinander. Da habe ich noch ein Band. Das ist mit goldenem Glitzer und zwar in Schwarz. Aber, Entschuldigung. Nicht mit Gold, sondern mit Silber. Ja, habe ich schon so Silber auf den Finger. Genau, das ist oben drauf. Sozusagen aufgeklebt und von unten natürlich auch. Sehr schön, sehr schön. Hast auch zu Weihnachten. Genau. Ein rotes Band. In Glutrot diesmal. Dann habe ich hier, ja genau, das auch, fand ich auch sehr schön. Und zwar unser Juteband mit weißen und roten Faden drin. Dann haben wir etwas Neues, Glanzfarbe in Schimmerkupfer. Ja, da muss ich einfach mal was ausprobieren. Das habe ich in Kupfer, das gibt es in Gold, aber ich habe es noch in Weiß genommen, glaube ich. Frostweiß, genau, für Schneeflocken und so weiter. Ja. Dann haben wir hier Buchsbaumgrenze in schimmernden. Zwei Packungen, ja, ich habe diese deshalb zwei Packungen dafür, weil es für eine Charée ist zum Aufteilen. Und hier haben wir kleine Spinnen drin für unsere Halloween-Fans. Sind auch zwei drin. Ich könnte ja mal eine aufmachen, ich muss sie ja sowieso öffnen. Das ist auch so. Ich könnte euch sogar noch eine Kette machen, wenn ihr wollt. Da ist nämlich so ein Anhänger dran. So. Ja. 2, 4, 6, 8, 12 Stück sind da drin. Ja. Dann haben wir hier Glitzerpapier. Und zwar sind es 3 Stück. Ich jetzt allerdings nicht drauf, welche Farben. Ich werde mal eben gucken, ob ich meine Schere noch finde. Hier um die Ecke liegt.
Und ich wollte gleich mal die anderen Farben zeigen. Ich sehe was Grünes. Also mein Katalog ist ganz unten drin. Ich war noch nicht dran. Rot und Grün. Und Kupfer. Wunderschön. So, dann haben wir ein Stempelset. Weihnachtshirsch und dann noch zwei Versammelhennen, natürlich auch mit Grüßen und ein großes Dankeschön für alles im vergangenen Jahr. Ist auch schöner, sehr schöner Spruch. Mit lieben Dank und den allerbesten Wünschen. Möchte man ja jedem wünschen. Ah, das sind nicht zusammenhängen, sondern einzeln. Also könnt ihr zusammen einzeln arbeiten. Dann habe ich hier ein Set. Projekt Kipp nennt sich das. Und da sind Karten drin, Weihnachtskarten mit goldenen Verzierungen dran und unterschiedliche Karten. Wobei man da, ah ja, genau, das lasse ich jetzt nochmal zu, auch mit Glitzer dabei. Kann man natürlich auch weiter verzieren. Eine Prägeschablone, schöne Schnörkel. Dann kann man ein bisschen was sehen. Dann habe ich hier nochmal ein Stempelset, Flockenfantasie. Da könnt ihr ganz viele tolle Hintergründe mitmachen. Und dann gucken, ob ich da passende Weihnachtsanhänger. Ja, die habe ich da noch nicht. Ich könnte schon ein bisschen was entdecken. Was haben wir denn da? Weihnachtsbild. Dann gucken. Die Folie weg. Also was ich immer mache, ich schiebe es immer raus. Ah, das ist von dem hier. Da könnt ihr jetzt ein ganzes mit dem Bogen machen. Da nochmal eine andere Version. Ein springendes, genau. Und ein kleines. Das sind die beiden kleinen, die man auch stempeln kann. Und sehr schöne Schnorkel. Jede Menge Kristalle. So, da haben wir das gehabt. Das habe ich irgendwie noch nicht. Und da haben wir noch was Schönes. Maschendrahtakzente. Ja, ja. Metallic. Das hier. Kann man dann so rausnehmen. Ja. Und da drin drehen. Das muss ich mal gucken. Ich hatte 6 im Kopf. Ja, 6 Stück von den Bögen. Schneezauber, da ist sie vorne. Kann ja nicht weit weg sein. Da gucken wir mal rein. Da, eine ganze Form. Oh, jede Menge Schnee. Dann Ausstand gekönnt und diese Form habt ihr ja schon in meinem letzten Video gesehen, da habe ich ja auch mit geprägt und damit kann man es auch super prägen. Da freue ich mich schon drauf. Das ist ja schön. Genau. Und die Sachen, ja, ich drehe es immer um, damit ich weiß, was man sofort sehen kann. Okay. Dann gibt es kleine, ah, das müsste aus Holz sein. Hüttenromantik-Akzente. Ja, guck mal. Mal so aussortieren. Gemeinsam bestellt. Ja, genau, das ist Holz. Ja, jetzt kann man es sehen von der anderen Seite. So eine Holzoptik. Das sieht so ein bisschen wie grau aus. Ja, was habe ich denn da noch Hübsches? Eine Verpackung. Genau, eine Verpackung zum Klappen. Vielleicht habt ihr es auch schon gesehen im Hauptkatalog. Na, das sind noch ein paar von der Rückseite. Ein Stern, ein Herz, also nicht nur für Weihnachten. Das ist, und zwar zum Mitnehmen. Das ist wie diese Verpackung vom Chinesen. Natürlich ist die kleine Form etwas kleiner, aber ist auch schön. Es hat so ein bisschen Ähnlichkeit wie diese
mit dem Bogen und Verpackung und Abrundung. Sorry. Ja. Meistens bleibt dann die Erkältung noch 2 Wochen erhalten. Je nachdem, wie man sich wohnt wohl. Und das sind ganz viele, viele Anhänger. Irgendwie habe ich das Stempel jetzt auch nicht gesehen, aber gut. Kommt nochmal das Zeit. Ein großer Stempel und damit könnt ihr das dann auch direkt dann ausstanzen. Das ist eine coole Idee. Ganz viele verschiedene habt ihr da auf einmal. Dann für die Big Shop, da ist nochmal eine Präge. Kachelkunst nennt sich die. Schön. So, ich brauchte natürlich auch noch die neuen Stamping Blends und meine Lieblingsfarbe Apfelgrün. Und das ist einer, ich glaube, einen habe ich rausgenommen, ja genau, Bermuda Blau. Dann haben wir hier Schneeflocken und Sterne, Gradakzente. Die sind nicht so klein, also die sind schon so groß. Wenn wir die auf der Karte machen. Das sollte ich mal halt aufmachen. So, und das besser klappt, ja. Ich habe jetzt eher eine kleine Hand. Schön an der Karte dran. Oder aber auch, weil der hat an einer Verpackung schön anhängen. Was haben wir denn da hübsches? Knöpfe. Knöpfe in Zinkoptik. Dann, mal so wie es kommt, da haben wir auch ganz kleine, genau, kann man dann so schön anmachen, oben an der Karte, wenn ihr da so eine Verzierung dran gemacht habt, klemmt es einfach ein, ein Baum und ein Stern, genau, 2 verschiedene und sind drin, hab noch gar nicht geguckt. 20 Stück. Ganze Menge. Ne? 2 von. Da haben wir Papierclips mit Zinkoptik. Das ist auch zum Einhängen. Da musst du seitlich zum dran machen. Das kann man ja auch. Und wir natürlich auch wunderbar bei Scrapbooking benutzen. Ja, dass da noch was mit anklemmt. Zinkoptik, ja, es kommt ein bisschen Zink in unsere Weihnachtsgeschichte. Und da ist auch eine, das ist die Donut-Schachtel. Ja. Die gibt es diesmal. 2 Stück habe ich davon. Genau, Weihnachtsengel. Engel auf Erden. An Weihnachten wird uns bewusst, dass es Engel auch auf Erden gibt. Na, ich denke, das merkt man auch so im Jahr. Mögen Freude, Ruhe und Liebe die Feiertage begleiten, in denen wir dem himmlischen Geschenk der Geburt Jesu Christi gedenken. Ganz toll. Von Herzen gesegnete Weihnachten ist auch ein sehr schöner Spruch. Dazu gibt es allerdings keine Platzformel. Was habe ich denn hier noch? Winter. So, gucken wir mal. Ah, okay. Ich finde, das hat auch sehr schön Herbst. Genau, für den Herbst. Da ist es. Eisblüten, das passt schon ganz gut. Ist nicht so ganz klar vor ausgestanzt. So ein bisschen quasi überschimmert. Wunderschöne Weihnachten und ein frohes neues Jahr. Alles Liebe und Gute. Das ist auch sehr schön. Dann gibt es, da könnt ihr dann eure Weihnachtssäckchen machen oder Adventssäckchen. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viele da drin sind. Da sind drin 8 Stück, 3x8, also 3 Packungen braucht ihr, 3x8 sind 24. Und könnt euch diese auch natürlich auch bestempeln. Und natürlich auch schön verzieren. Da habt ihr dann gar ruckzuck
einen Adventskalender fertig, um da Kleinigkeiten reinzutun. Ja? Wäre vielleicht eine Option, auch was anzubieten. Genau, also gerne, könnt ihr gerne schon auf mich zukommen, ob ihr einen Adventskalender haben möchtet von mir. Ja. So, jetzt habe ich vorhin ja, die goldenen Umschläge gezeigt und man kann sie auch einzeln bestellen. Ach, da sind sogar Karten dabei. Karten und Umschläge, diesmal in Silber. Da sind drin 40 Stück, also das heißt 20 Karten und 20 Umschläge. Und sind Silber. Sicherung. Dann gibt es ein bisschen Lackakzente, weil aus der Weihnachtswerkstatt gibt es auch ein Stempelset dazu, das habe ich allerdings nicht. So, und hier sind die Tempel für unseren, genau, für das Ausstanden. Für Anhänger, ne? Bei Geschenken, aber auch bei Verpackung, also auch an der Karte, so meine ich das. Was haben wir da wohl drin? Klebemasse für Aufheller. Okay, für Aufheber. So, ein neues Gerät. Okay, das ist noch nicht zu sehen. Gucken wir mal, jetzt kommen die Papiere. Was haben wir da? Da, genau, das ist die. Das müsste die Weihnachtswerkstatt sein. Ja, genau. Hier gibt es auch einen Stempel dazu. Und natürlich auch Formen zum Ausschneiden. Jetzt mache ich das mal auf. Bin ja auch neugierig. Vor allen Dingen möchte ich gerne fühlen, wie dick die sind. So. Und die haben so ein bisschen Schaum. Ich würde sagen, so ein bisschen geflockt ist das. Ja, genau, das ist geflockt. Wie auf einem T-Shirt. Cool. Also, sehr witzig, sehr schön. Zwei Bögen davon. Also vier da drin in der Verpackung, das werden wir sehen. Ist nicht ganz so weich. Oh, da habe ich gerade auch noch was gefühlt. Da auch. Da ist auch Flockdruck drauf. Da auf den Streifen. Ist ja der Hammer. Und dir auch. Eigentlich überall. Da, das, diese Verpackung und dann der Nikolaus. Das ist ja schön. Und Flockdruck kennt ihr. Gibt es auf jeden Fall auch auf T-Shirts und alle möglichen anderen Sachen. Cool, das finde ich gut. Aber was anderes. Da haben wir Designerpapier Hütten. Romantik. Oh, da ist der Katalog. Ja, die Vorderseite darf ich euch ja zeigen. Ich habe auch schon welche bestellt, falls jemand einen Katalog haben möchte. Darf er gerne bei mir einen bestellen, und damit er dann schauen kann, was er gerne für Weihnachtsset haben möchte und die bei mir bestellen möchte. So. Unten am Video, da steht ja immer noch drauf, dass man da weiter mehr Informationen bekommen kann. Das heißt, da könnt ihr meine E-Mail-Adresse sehen und da auch anschreiben, wenn ihr einen Katalog haben möchtet. So. Da haben wir Karo Maschine auf der einen Seite. Das sieht aus wie ein bisschen, ja, große Holz. Auch gut. Nochmal so ein bisschen Karo-mäßig. Sterne, Silber. Das drehen wir mal um. Ups. Da sind auch noch Streifen in verschiedenen. Da gibt es dann Sterne im weißen, im grünen Hintergrund. So, genau, weiße Sterne. Also so, ja, und auch ein bisschen Text. Happy Christmas. Also, ja, so richtiges Papier fällt mir da nicht ein. Letztes Jahr haben wir schwarz-weiß gehabt, aber das war halt wesentlich dünner. Das ist kräftiger. Hallo. Guck ich nachher mal rein. Ohne euch. So, dann habe ich noch Papier. Ah ja, genau. Einmal zu den Winterblüten oder Eisblüten, je nachdem. Und das ist
wie verhext. Das ist von der Serie. Ja, das sind allerdings auch 4 Farben drin. Apfel, grün und dann Mango. Nee, gar nicht weiter. Das ist Kürbis und dann Amethyst und Schwarz. Genau, das gehört da zusammen. Dann, das ist der Aufhebhelfer. Den werde ich die Tage mal testen. Da könnt ihr euch die schon mal anschauen. Wie der funktioniert. Der hat mehrere Funktionen. Nicht nur als Aufhelfer. Und Kleber, der hat... Ah, da ist auch noch ein Spachtel bei. Den werde ich mir aber erstmal genauer anschauen, damit ihr euch den erklären kann. Dann haben wir hier... besonders Designerpapier Winterblüten. Als Thema. Oh, das gefällt mir schon von den Farben her. Allein schon hat mich das angesprochen. Und das glitzert, das schimmert im Hintergrund. Jetzt, ja. Wir brauchen immer wieder Glitzer in unserer Welt. In unserem Leben. So, ja. Da auch. Da ist, was ist bei allen so, dass es so schimmert? Ja. Mal der Hintergrund. Schön. Ja, wenn man die Papiere live sieht, ist es doch immer wieder anders, als wenn man so... Das ist etwas dünner, das Material. Aber auch. Genau, aber trotzdem schön. Ja, je nachdem, was man machen möchte, ist das passend. Aber da kann man auch noch eine Tüte mit basteln. Das denke ich schon. Weihnachtstüte. Silber. Grüntöne. Streifen. Ist auch schön. So. Oh lala. Da gibt es noch mehr Glitzer. Hört gar nicht mehr auf heute. Für Weihnachten ist es ja meist so. Nicht nur, aber auch. So, das ist das Weihnachtszeit. Weißes Papier. Und hat verschiedene Akzente. Die glitzern. Wo sind jetzt die Punkte? In Gold oder in Kupfer. Also Sterne mit unserem Rentier. Ja, das Rentier hat auch unser erobert jedes Jahr unser Herz neu. Und dann drehen wir das mal um, wenn jemand nicht unbedingt Glitzer will. Und die Rückseite nehmen. Neutraler. Nee, das Papier. Oh, man sieht hier gar nichts. Ah, das ist schwarz. Gut. Auf der Rückseite von schwarz. Ja, das müsste das schwarze Glitzerpapier sein. Das war ja, glaube ich, mal da. Das mach's aber mal kurz auf. Aber ich lasse es drin. Ja, das ist Folienpapier. Ja. Ja. Schwarz. Und jetzt kommt Halloween. Wie verhext das Papier? Mit den kleinen Spinnen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja kein Halloween-Fan, überhaupt nicht, weil Halloween leider keinen positiven Wert hat in der christlichen Welt. Überhaupt nicht, genau das Gegenteil. Aber ich muss sagen, es kommt mir von der Art her eher entgegen. Ist nicht so frech, sondern eher kindlich gehalten. Und nicht gruselig, muss ich sagen. Ein kleiner Gespenst. Da. Was haben wir denn noch dahinter? Kürbisse, was natürlich für den Herbst schön ist. Da gibt es dann die Spinnen und so, Hexenkessel. Natürlich passen. Hut. Und dann haben wir da
Fledermäuse und Sterne auf der Rückseite. Das drehen wir mal um. Ja, eine Katze. Da gibt es ja auch noch eine Standkatze, die wir ja schon im Programm haben. Passt eigentlich ganz gut dazu. Dann Besen. Ja. Und hier dann schauen, ob ihr das wollt. Jetzt gibt es Weihnachtspapier nochmal. Ah, froher Lichterschein. Mit Glöckchen. Das ist schon erstaunlich. Ich meine, ich stehe hier im Wohnzimmer, drehe da den Film ab und wir haben draußen 30 Grad. Und guck mir jetzt die Weihnachtspapiersachen an. Wobei es dunkel wird gerade bei uns in München. Vielleicht gibt es hier noch ein Gewitter. Aber schauen wir mal. So, also die Glöckchen haben wir schon gesehen. Weihnachtsstern, rot. Dann gibt es noch... Mein Gott, Tannenzweige, das erste auch mit Lichter, ohne Lichter. Ne? Da haben wir die einfach nur so ein paar Lichter in drin. Glühbirnen. Ja, dazu gibt es eine Tanze. Stiefel mit drin. Tannenzapfen, Punkte, also alles, was man Deko gebrauchen kann. Ja, eben gucken, was waren da. Glocken, genau. Das ist das. Dann habe ich hier, ich gucke mal, was draufsteht, am Feldrand. Okay, eine Milchkanne. Was früher öfter gab, auf jeden Fall. Pflanzt. Okay. Also. Hier haben wir. Das ist Baumwollblüten und Kürbisse, das sind so Baummasern. Drehen wir das mal um, weil das hat so Minzmakrone drin und da haben wir die andere Seite, also das Gelb, Brombeer, okay. Verschiedenen Designs. Und da unten drin ist Metallic-Papier in Zinkoptik. Und was haben wir da noch? Kataloge. Genau. Also, falls ihr da drin blättern wollt und natürlich eine Bestellung aufgeben wollt, schreibt mich an. So, unten unter dem Video ist auf jeden Fall auch nochmal meine E-Mail-Adresse. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich jetzt beim Auspacken. Ich habe es nicht früher gesehen. Wir haben es jetzt zusammen angeschaut. Okay, ja. Ihr wart ja also bei Simon Stempel. Bye, bye.